Monster und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Okay, wir gucken das Video von meinem Bruder Fight Hunters an. Der hat dazu eine Analyse gemacht. Tamam? Wir gucken jetzt da rein, liebe Freunde. Manu Welton hatte gestern einen Fight, wo er seinen Gegner in den ersten 30 Sekunden K.O. geschlagen hat. Doch die Zuschauer sind enttäuscht. Es wird gesagt, dass der Gegner gekauft wurde und dass er sich einfach fallen lassen hat. Lass uns mal den Kampf zusammen anschauen, dann gebe ich meine Meinung dazu, ob das wirklich gekauft war oder ob das unglücklich gelaufen ist. Also, let's go. So, Leute, lasst uns erstmal den Gegner abchecken. Der Typ heißt Igor Zubakarev und steht 0-5. Also, ja. Ist das eine serbische Flagge oder ist das nicht Kroatien? Ist Serbien, ne? Das ist voll klein gerade. Doch, Serbien, steht doch da, Serbien, ja, ja. Sorry, Serbien. Also, Manu Welton ist Albaner geworden. Bruder, der hat doch, Wallah Billah, der war doch die, ich fand das stark, dass er die Albaner, ich liebe Albaner, Bruder. Jeder weiß das. Was ist das? Aber, Bruder. Boah, Tchala, sie bella maschala, ja, Salami. Lass mal gucken, erstmal hier die ganze Zeit am Kacken, Albaner. Da steht riesig Serbien. Ja, ich hab nicht ganz nach rechts geguckt. Ich hab nur auf da oben links geguckt. Deswegen, so also Serbien. 5-mal verloren, 0-mal gewonnen. Und wie man hier sehen kann, da sieht man schon die reine Katastrophe, ja. Die Matchmaker haben sich einfach den schlechtesten Journey-Typen ausgewählt, den es auf der Welt gibt. Der hat seine Fights einfach alle... Der schlechteste Fighter aller Zeiten haben die genommen, oder was? Also stark. In den ersten Runden verloren. Ja, wie man hier sehen kann. Hier 47 Sekunden, da 1 Minute 25, Schüch. 55 Sekunden, 3 Minuten. Boah, das ist ja ein richtiger schlapper Gegner so mäßig. Aber der hat viele Kämpfe gemacht, das heißt, Erfahrung müsste er eigentlich haben. Also das ist doch nicht normal, Leute. Natürlich, wenn man so einen Typen holt, ist doch klar, dass er sich einfach fallen lässt. Er kommt nur Geld zu machen. Und jetzt, Manu Welton, sein Image leidet darunter, ja. Und ich weiß nicht, wer die Matchmaker war. No Limit Boxing stand da. Nichts gegen diese Bros. Aber wenn man schon einen Gegner aussucht, der einen Journey-Typen holt, dann sollte man schon einen holen, der auch ein bisschen Widerwehr leistet oder gibt. Mal 2, 3, 4 Runden mitmacht, ja. Und dann kann er, ey, Leute, wir müssen ehrlich sein, Journey, Leute, den ihr Job ist, sich fallen zu lassen, Leute. Ja, ein Journey-Typen, meistens holst du nur, um deine Bilanz zu frisieren, ja, um deine Bilanz aufzubauen. Deswegen holt man sich einen Journeyman. Ja. Aber dieser Typ ist für nichts zu gebrauchen. Ich weiß nicht, wie viel Geld er bekommen hat. Ja, aber das dieser Typ ist für nichts zu gebrauchen. Hätte der Kohle gewechselt, wäre besser gewesen. Ja, also guck mal, Freunde. Für die Leute, die sagen, Manu Welton hätte den Kampf gekauft. Also man muss jetzt mal Tacheles reden. Manu Welton selber hat gar nichts gekauft. Es kann sein, dass die Veranstalter oder wer auch immer diesen Jersey Burby Penistypen geholt haben und gesagt haben, hör mal zu, mach mal ein bisschen dein Show und geh runter. So, und Manu Welton hat ganz normal gekämpft. So, vielleicht, Manu Welton wusste ja gar nichts davon. Natürlich. Was ich meine? Bruder, Wallah Billah, der wusste das, ja, Salami. Aber 10 Sekunden, ja, Salami, der ist doch nicht mag Teusten, ja, Salami. Like, der hat doch gegen Bösemann verloren, ja, Salami. Ja, und gegen böse Kelp. Hallo, Bruder. Also erstmal, der Kampf von Manu Welton und Böse Kelban, der erste Fight, muss man sagen, Manu Welton war aufgeregt, der wusste nicht, der war überfordert. Der wusste nicht, dass du es bist. Der war überfordert. Der war überfordert, okay? Das muss man sagen. So. Der hat mich... Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wusste nicht, dass du es bist, Hobby. Der ist so behindert, der ganze. So, okay. So, und jetzt hat er einen Kampf gemacht, wohl in Albanien gegen einen Serben. Auch ganz komische Dreieck. Und jetzt haben die einen Aufbaugegner geholt, der quasi fürs Verlieren da ist. Warte, was willst du damit sagen, der Festverlierung? Das, also ist das geplant. Nein, der red doch mit Chachsin an, Bruder. Nein, bitte, du verstehst Bruder. Das nicht. Die haben da einen geholt, der extra schwach ist. Der hätte sowieso verloren. Aber der Typ hat sich gedacht, der ist so einer, der hat sich gedacht, ich stack dir jetzt die Kohle ein, ich geh schnell runter. Verstehst du, was ich meine? So, das heißt nicht, dass Manu Welton das wusste, weil, wenn du Manu Welton vorher sagst, ey, du wirst eh gewinnen, dann ist dieses Feeling anders. Der ist mit seinem Kopf ganz normal in einen Kampf gegangen, Bruder. Abu ist einig, wenn der nicht wüsste, der hätte einen Kampf, der hätte nicht gekämpft, der Salami. Der wäre nicht lebend aus Albanien rausgekommen, Cousin. Was soll ich euch sagen? Jeder hat seine... Ihr könnt ja sagen, also... Tamam, ich bin ruhig, Tamam. Tamam, ich sage ja nicht, dass das ausgeschlossen ist, aber wenn man so einen schwachen Gegner... Und ihr habt doch die Statistik gesehen, das ist doch klar, dass man den bestimmt so... Chalas, geh mal runter. Und Manu Welton dachte sich so, Chalas...
den Sieg nehme ich mit, Jani. Eine reine Katastrophe schon von Auswahl des Gegners her. So, und da kommen wir schon zu dem Fight. Ja, Igor Zubakarev. So. Da gibt er noch. Er sieht eigentlich nicht mal so schlecht aus, Leute. So, und dann geht's los. Manuelsen ist ready. Er denkt sich, okay, geil. Und das Ding ist auch, wie ich mitbekommen habe, Manuelsen kämpft jetzt hier in Mazedonien. Das ist sein Profi-Debüt. Ach, in Mazedonien? Ja, warum? Weil in Kaschwie. Heißt wie? Wallah, billa, ich schwör auf meine Mutter, den könnte ich auf RTR Super Mario jetzt haben. Habibi Manuel, sehr, ich liebe dich, wallah. Guck mal, wie der da steht, ja, wallah, billa, wie Super Mario. Warum machst du so, Bruder? Der ist ein Kampf, ja, Salam. Er ist mein Bruder, wallah. Khalas jetzt, khalas, Bruder. Wallah, khalas. Ich hoffe, Koran. Ich glaube, khalas. Reiß dich zusammen, Bruder. Deutschland bekommt damit 45 keine Lizenz mehr. Da geht's los. So. Okay, gucken wir uns das mal schön an. Okay, aber man muss jetzt, man muss sagen hier, stabile. Ja, Humpi. Und du musst dich verkneifen, Cousin auf. Ja, Salim, wallah, bitte, Bruder. Ja. Ich kenne keine zwei. Stabil! Stabil! Stabil, ja, Salame! Ich kann keine zwei Sekunden reden, ohne dass er mich nicht schwingt. Also, ich meinte jetzt erstmal so auf den ersten Blick. Stabil! Also, muss ehrlich sagen, stabile Aufmachung, stabile Hose. Warum fickst du mich denn? Bitte, ja, lass mich doch mal reden. Ja, Walla, keine Luft mehr, Walla. Ey, Sinan, ich muss mal im Fenster, Walla. Walla, Bruder. Allah, Akbar. Der ist wirklich ein Fenster, frische Luft. Ja, Sinan. Lag da laun! Mein Herz, ja, Salam, ich kann nicht mehr! Kalas, ja, da laun, bitte. Machen wir diese Getränke weg. Okay, also. Fertig, ready? Diese Scheiße hat ein bisschen wackelt. Also, alles gut, alles gut. Krass, okay, also. Ich muss sagen, stabile Hose, stabile Schuhe, das sind die, die in Rot. Oh. 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 Rocky, Rocky, Rocky. Alles, Bruder. Ich wollte sagen, der hat die roten. Der hat die. Danke, danke. Also, mach auf, Mann. Walla, Khalas, ich schon. Bruder, du bringst mich zum Lachen, Bruder. Ich kenn doch deine Maskara jetzt. Ich will doch nur erstmal auf das Ding eingehen. Warte, was hat das Rot damit zu tun jetzt, Bruder? Ich rede von den Nike-Schuhen. Ach so, seine Nike-Schuhe. Ich rede von den Nike-Schuhen. Na, ich dachte, das ist ein Rock, meinst du jetzt? Nein, Khalas, Bruder. Khalas, Bella, was gerade? Khalas, Freunde, also. Aufmachung von Manu, sieht top aus. Hose ist krass. Schuhe, die habe ich auch gehabt in schwarz. Aber ich empfehle diese Schuhe nicht fürs Kämpfen. Die haben nicht so einen geilen Halt, muss man sagen. Du redest von stabil. Ja, ich rede von den Schuhen, Bruder. Die Schuhe, in diesen Schuhen habe ich Bänderriss gekriegt. Die halten eure Knöchel nicht richtig. Welche Schuhe ich euch empfehlen kann, sind die Predator. Das sind die krassesten Boxschuhe von Nike. So. Okay, der Typ sieht ja nicht mal so schlecht aus, aber naja. Sieht. Ja, man muss auch sagen, guck mal, die Overhands von dem Gegner. Bitte, was war das für eine... Guck mal, wie der da steht, der Gegner. Bitte, was ist das denn für eine Overhand gewesen? Oder was war das? Guck uns das mal schön an. Was war das? Wie eine Schlampino. Ich küsse dein Herz. Okay, der Typ sieht ja nach nicht mal so schlecht aus, Mann, aber zwei naja, linke. Sieht echt nach nichts aus. Das ist. Bam. Das bam. Ist nichts hier. Zwei Jabs. Guck mal, der erste Schlag von Manuelsen, der hat schon seine Stirn getroffen von den Glaskopf. Das war schon ein Ballermann für den. Der hat nicht gedacht, Khalas, reicht. Hä? Guck. Hä? Guck mal hier. Guck genau. Guck genau, Mann. Nicht mal so Mahmoud. Schlecht aus, aber. Guck mal, er schlägt nach nichts aus. Guck mal jetzt, guck mal jetzt. Das ist. Bam! Der erste hat schon getroffen, der hier. Ich schwöre auf meine Mutter, der schlägt mit Angst. Bro, guck doch mal. Hallo, na, guck doch mal selber, Leute, bitte, ich küsse eure Herzen. Idiot, Alter. Guck mal jetzt, wie der den trifft auf seinen Stirn. Aus.
Das ist. Bam! Und bei dem Gewicht, da sieht er so schlapp aus, aber bei dem Gewicht und mit dem nach vorne gehen, ja, ist da Dampf hinter. Ja, da ist Dampf hinter. So. Das ist nichts hier. Bam, zwei bam, Jabs. Doppelt, bam. Und boom, bam, boom. Der rechte. Der eins, hat zwei, und da fällt er schon runter, der kriegt auch noch okay. Uppercut rein. Und da krass. Steht der schon gar nicht mehr auf, Leute. Ja? Okay, der Typ ist am Ende. Ich kann verstehen, warum alle Leute sagen, der Kampf ist gekauft. Ich kann das verstehen, aber glaubt mir das, Leute, der Manuel kann nichts dafür. Ja, Manuel ist einfach hingegangen, um zu fighten. Aber der Typ, der ist so da, um Geld zu verdienen und einfach in den ersten Dreck. Guck mal, der knallt noch auf den Boden. Der Typ ist so kaputt. Der haut auf nach dem Motto, Scheiße. Mann, tut das weh. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Das hat nicht mal Mike Tyson geschafft. Ey, guck mal, Freunde, ne? Mike Tyson hat das nicht mal geschafft. Like, wer ist Mike Tyson? Wir vor Manuel sind, ja, Wallah. Like, wer ist Mike Tyson? Da ist Mike Tyson, Mike Tyson, Mike. Like, wer ist Mike Tyson vor Super Mario? Guck mal, Freunde. Ich sage euch was. Ich habe schon sehr viele Sparringseinheiten bis jetzt hinter mir. Und ich habe schon wirklich gegen harte Leute gekämpft. Und ich habe auch schon richtig auf die Fresse gekriegt, aber ich habe noch nie so gehauen. Nach dem Motorrad. Abus Einig wiederholt das mal, Bruder. Ich will den Kampf mal einmal laufen sehen. Guck dir das mal an. Der geht schnell, der Kampf. Guck, der guck geht mal hier, guck mal hier. Da, guck doch, da Khalas, ja, guck doch erstmal. Lass doch mal laufen, Bruder. Ich mach doch zurück gerade, ihr Salami. Mal, lass den, lass den einfach laufen. Manuelsen kämpft jetzt hier in Mazedonien. Das ist sein Profidebüt. Ja, warum? Weil in Deutschland bekommt er mit 45 keine Lizenz mehr. Da geht's los. Okay, gucken wir uns das mal schön an. Okay, der Typ sieht ja nach nicht mal so schlecht aus, aber naja, sieht echt nach nichts aus. Das ist nichts hier. Zwei Jabs und boom, boom. Boom, boom. Links, eins, rechts, zwei, bam. Und da fällt er schon runter, der kriegt auch noch Uppercut bam. Rein und da und das steht er schon gar nicht mehr auf. Hä? Tab, steh auf. Tab, steh auf, Bruder. Abus Einig, steh mal auf. Ich mach dir auch so. Gehst du K.O.? Komm, hau mich. Tab, komm, steh auf, schlag mich. Ich geh K.O. Komm, hau. Wow, Billa, das ist nicht mal in der Geschichte passiert. Komm, hau. Bei Allah gekauft. 100, also meine Meinung, ich denke, ich, Allahu Alam, aber ich denke zu 100% so ein 10 Sekunden. Der sagt erst Wallah und dann sagt Allahu Alam. Wallah, ich denke zu 100% der Kampf ist. Du denkst, du kannst denken, oder? Wallah, die Albaner haben dir 20 Euro gegeben, Mann. Dann lass dir das selber auf damit. Ey, guck mal, Freunde. Das Ding ist, ihr unterschätzt auch den Manu, weil der Manu hat harte Hände. Der, wenn der ausholt und schickt, das tut schon weh. Da fällt schon ein Löwe runter. Das tut schon weh, muss man sagen. Ja, das Ding ist halt, wenn das so ist, ich weiß gar nicht, ob Manuelsen 45 ist. Ich glaube, der ist 43 oder ist er schon. Was 45? Für 43? Der ist über 50. Nein, der ist, also wenn... Also, wenn der färbt seinen Bart, Cousin. Na Khalas, ja, raub damit, ja Salami. Ich liebe doch Manuelsen, Bruder. Also guck mal, der ist, wenn der 45 ist, Beispiel, ich weiß das gerade gar nicht, muss man trotzdem Respekt geben, weil wenn du mit 45 noch in den Ring gehst, muss man auch sagen, Respekt. Versteht ihr, was ich meine? Ernst ist, du redest von die Schuhe, zeig mal den Kampf, Bruder. Das Problem ist, das Video geht nur 4 Minuten, ich muss das strecken. Khalas, ich sage nichts so, mehr dazu. Wir gucken weiter, was der Experte Fight Hunters dazu sagt. Auf, Leute, ja. Ich kann verstehen, warum alle Leute sagen, der Kampf ist gekauft. Ich kann das verstehen, aber glaubt mir das, Leute, der Manuel kann nichts dafür. Ja, Manuel ist einfach hingegangen, um zu fighten. Aber ja. Der Typ, der ist so da, um Geld zu verdienen und einfach in den ersten Dreck. Guck mal, der knallt noch auf den Boden. Kalt, der geht noch runter, Janne, der geht noch runter. Guck mal, Leute. Janne, er tröstet ihn noch. Der knallt auf den Boden, als ob das so wehgetan hat. Also, das ist einfach Quatsch mit Soße, Leute. Warum steht jetzt auf einmal auf? Das ist doch nicht normal. Guck mal. Er sagt noch, ja, okay, er hält noch so seine Rippen fest. Und Moses, weißt du, guck mal. Der schafft. Manuel ist ein Jaffel, Leute. Was kann Manuel denn dafür, Rallas? Nein, Manuel kann nichts dafür natürlich. Aber Wallah, Billah, das war also 100% gefaked. Das sieht man doch offiziell. Dein Abler sagt, Sinan, bist du schon 40? Nein, ich bin schon 40, ich bin 29. Was? So, und jetzt... Ich bin 28, Sinan. Ich bin jünger wie du, ne? Du bist 30 geworden. Like, was für 30, Alter? Ich werde immer ein Jahr jünger. Wallah, du bist fast 40, Sinan. Was für 40, Bruder? Ich bin 29. Was für eine Lüge. Ich bin 96 geworden, du Spasti. Du lügst. Ey, die Fick. Warum machst du mit Auge so? Ey, die Fick. Du Opa. Habib, Abo, Op. Wir sind alt geworden, Cousin. Ey. Auf jeden Fall, guck mal, der hält sich immer noch die Rippe fest. Der hält sich immer noch die Rippe fest. Ja, nee,
Mach mal bitte einmal zurück, Seran. Oh, spielt nur, der ist einfach nur da, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, er kann gar nicht gut boxen. So, und natürlich leidet dann Manuel sein Image darunter, ja. Das ist schade. Aber schon ein. Man sieht schon sehr, sehr viele Leute da. Was soll man dazu sagen, Leute? Ich habe gestern ein Video auf TikTok gedreht. Ich habe gesagt, guck mal, Manuelsen, rein boxerisch gesehen, ist er der Beste unter den Rappern, ja? Weiter an das, wolltest du mich dissen? Armin Goy. Bester Rapper, Leute, kämpft aber nicht. Natürlich ist Contra K bestimmt der beste Boxer, den wir haben unter den Boxern. Nein, mein Lieber. Oder einer der besten, aber. Der Beste an der Pratze vielleicht, aber der Beste in den Kampf, muss man erst einen Kampf sehen. Ne? An Boxsack und Pratze sieht jeder krass aus. In dem Kampf sieht immer alles anders aus. Der Bruder kämpft. Aber kein Disrespect, Contra K, Maschine, 100%. Nicht, ja? Deswegen, wir gehen jetzt nur auf die Jungs, die kämpfen. Und von diesen Jungs, rein boxerisch gesehen, finde ich einfach, dass Manuelsen der beste Boxer ist, rein technisch gesehen. Okay? Aber er kommt mit Straßenstyle nicht klar, was Bösemann zum Beispiel betrifft. Und er kommt mit diesen Schlägertypen im Ring nicht klar. Das haben wir gegen Bösemann gesehen. Auch im zweiten Fight haben wir auch gesehen, so hier und da, dass er ein bisschen Probleme hatte. Aber es war ja auch nur No Contest, okay? Ich denke, wenn der Bro einen guten Gegner bekommt, der auf sein Niveau ist ungefähr, könnte er natürlich in Deutschland Show-Matchups machen, weil Profi-Boxer zu werden, denke ich, wird nichts mehr, ja, mit 45. Und ob der Kampf gekauft ist, Leute, glaubt mir das. Die Matchmaker haben sich einfach einen Journey-Typen geholt für Manuelsen, um ihn einfach so ein bisschen aufzubauen. Die wollen wahrscheinlich hier und da mit denen jetzt ein bisschen Geld machen, weil Manuelsen hat Reichweite. Aber natürlich haben sie sich den falschen Typen ausgesucht, weil es gibt halt Journey-Leute. Das haben wir auch bei Senat Kashi gesehen. Senat Kashi hat auch hier und da mal gegen so Journey-Leute gekämpft. Und du aus dem Nichts fallen diese Leute auf den Boden, weil die merken, ey, für was soll ich hier kämpfen? Ich krieg sowieso meine, sagen wir mal, 2 bis 3K und dann gehe ich sowieso nach Hause, was bringt mir das, ja? Und das ist aber nicht gut, weil die Leute geben Geld aus, ja? Die Tickets werden verkauft, Leute wollen was sehen, Leute wollen mal ein bisschen paar Runden Action sehen, ja? Und das ist den Journey-Leuten egal, deswegen, was Journey-Boys betrifft, muss man sich auch die richtigen aussuchen Journey und man hätte Boys. Sich mal sein Record vorher angucken sollen und auch wenn man sich den ihr Record anguckt, weil manche Leute haben sogar einfach 10 Siege zu 170 Niederlagen, Leute, ja? Das ist doch nicht normal, aber wenn du dann guckst, okay, aber der Bro kämpft 3-4 Runden mit und dann, wenn er mal eine bekommt, dann steht der nicht auf, zeigt kein Kämpferz, weil er sich denkt, ich bin eh nur hier, um Geld zu machen, okay? Also an dieser Stelle, ich würde Manuelsen absolut keine Schuld geben. Der Bro kann nichts dafür. Ja, aber seine auch. Berater in dem Fall, Leute, die Matchmaker haben einfach schwache Arbeit geleistet, weil die so einen Ego... Sag ich doch. Die Matchmaker oder wer auch immer haben da ein bisschen... Aber okay, was sagst du? Ist das gekauft oder hast du das nicht gekauft? Jenny, willst du damit sagen, Manuelsen hat ihn totgeschlagen auf Rippen, aua, aua oder nicht, Sinan? Jenny, das muss, ich will das jetzt von dir hören. Keine Fitten oder nichts. Was denkst du, Sinan? Hat Manuelsen ihn K.O. geschlagen oder nicht? Das ist meine Frage an dich jetzt, vor allem deine Zuschauer. Ich küsse eure Herzen, Twitchy Twitchy. Was denkst du, mein Bruder? Ist das gekauft oder war der Schlag echt? Ja, der auf Aua Rippen. Der Schlag war echt. Nein. Der Schlag war echt. Ja, aber diese Vortäuschung gerne, meine ich. Nein. Der Manuelsen hat schon echt geschlagen. Ob das am Ende des Tages gekauft war oder nicht. Allahu alem, ich war nicht dabei, ich war nicht bei den Gesprächen. Ich sag nur, es ist verdächtig, dass der Typ so schnell runtergegangen ist. Wahrscheinlich haben die den gekauft. Okay, an der Stelle, ich liebe dich, Sinan. Wallah billah, dass du Manuel in den Schutz nimmst. Ich bin ein Mensch, ich bin dreckig. Wallah billah, alles war gefaked. Ich liebe dich, Manuelsen. Dieser Kampf war für einen Maschara. Und für mich hast du gekämpft. Aua, aua. Das war gar nichts. Das war einfach nur... Kackhaufen, Wallah Billah, Maschara. Aber I love you, you love me, Manuelsen. Bruder, ich bin ein dreckiger Bruder bei sowas. Ich bin ehrlich. Mein Bruder, wenn der sowas macht, ich sag die Wahrheit, Bruder. Labralas, ich bin auch ehrlich. Aber Wallah Billah, du bist nicht ehrlich. Warum bin ich nicht ehrlich? Weil du sagst, ich weiß nicht, ob der Manuelsen hat. Du hast doch gesehen, wie der gekämpft hat, Yasalami. Ja, ich hab gesehen, dass er gekämpft hat. Wie Super Mario, Yasalami. Was ist das denn? Er muss heilig, Bruder. Red doch mit Hack, Bruder, ja. Aber Bruder, ich küsse dein Herz. Ich sag doch, es sah verdächtig aus. Aber ich kann doch nicht wissen, ob der das gekauft hat. Ich war doch gar nicht dabei. Also ja, ich will doch etwas sagen, was ich nicht zu 100% sagen kann. Tamam, Sinan, sag mal, munkelt. Munkeli, munkeli. Ja, ich kann doch nicht sagen zu 100%. Ich war nicht dabei. Tamam, alles gut. Das hat auch mit Loyal nichts zu tun. Ihr verlangt von mir, dass ich etwas sage, was ich nicht zu 100% weiß. Ich war doch nicht dabei bei den Gesprächen. Wallah, Manuelsen, guck mal, ich tu dich nicht kritisieren. Ich liebe dich, du bist korrekt, du bist stabil, du bist mein Bruder. Aber ich rede mit Hack, Bruder. Ich kann nicht meine Twitch-Brüder hier, Twitchy-Twitchy, ich kann die Leute nicht anlügen, Bruder. Ich kann hier nicht einfach was vorspielen.
Der Kampf war einfach für mich gekauft und. Ja, aber das heißt ja nicht, dass Manuelsen den Kampf gekauft hat. Du kannst doch nicht einfach deine Hand auf deine Rippe machen und dann stehst du auf und haust auf den Boden. Aber dann hat doch der Gegner wurde doch gekauft. Der Gegner haben die Geld gegeben, die verlieren. Ja. Verstehst du? Das ist ein Unterschied, wenn du sagst, Manuelsen hat den Kampf gekauft oder wenn wir sagen, der Gegner hat den Kampf gekauft. Manuelsen hat aber Wissen davon gehabt, 100%. Weiß ich nicht. Ich bin doch nicht Manuelsens Manager. Ich habe doch nicht die Gespräche mit dir geführt. Wie kann ich dich dazu bringen, dass du das sagst? Ja, ich Mensch. Weiß nur... Gleich, egal, gleich. Ich weiß nur, hätte ich da gekämpft, wäre der Typ gestorben wahrscheinlich. Das kann ich sagen. So, und einer fragt mich, was mit Boogie los ist. Ey, Freunde, der Boogie ist durchgeknallt. Was soll ich euch sagen? Ihr seht doch anhand seiner Stories, anhand seines Gelabers... Ein Kerl, unwichtig. Meine Schuhe auf seinen Kopf. Ihr seht doch, wie verrückt der ist, der Hurensohn. Ja, der brauchen wir doch gar nicht reden. Ja, nee, und so einen haben viele Leute geglaubt. Guck mal, was für wirres Zeug der jetzt ist. Guck mal, was auf was für einem psychischen Level der ist. Ich küsse doch euer Herz. Oh, Suva Karev sich ausgesucht haben. Der Typ ist nur da, um ein bisschen Geld mitzunehmen. Und dann ciao. Guck mal, Fresh Uster schreibt, hä? Der Gegner nimmt den Kampf an, er geht runter. Was haben die anderen damit zu tun? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Meinst du, was hat der Gegner damit zu tun? Bruder, der Gegner hat damit zu tun, dass sie denen sagen, hier hast du Geld, verlier mal. Wie? Was meinst du? Oder meinst du, oder bin ich jetzt behindert? Natürlich. Natürlich ist das so gelaufen, dass der Typ ja nicht, hat er nicht verloren, weil mal zum Gewinn bezahlt wurde. Ja, das ist es. Sweet Phil One sagt es, der wurde bezahlt, um zu verlieren. So, aber der wurde von der Veranstaltung wahrscheinlich bezahlt und nicht von Manuelsen. Das läuft ja nicht so ab. Die Veranstalter machen das wahrscheinlich im Hintergrund so, ey, hier hast du einen Gegner, zack. Okay, ja. Bruder, hat Manuelsen jetzt dafür Geld gekriegt oder so? Bestimmt. Nein, nicht. Er hat ja eh seine Gage bekommen, dass er überhaupt kämpft. Mhm. Vielleicht hat er das auch umsonst gemacht, ich weiß nicht, einfach so fürs Kämpfen. Aber der Verlierer hat wahrscheinlich ein bisschen Kohle gekriegt, damit er sagt, komm, geh mal runter. Weiß man ja nicht. So, kann auch sein. So. Höchstwahrscheinlich geht er noch nicht mal trainieren. Also schreibt ihr mal eure Meinung in die Kommentare. Das ist meine Meinung dazu, ja. Ich bin immer noch der Meinung, Manuelsen ist ein sehr, sehr talentierter Boxer. Also von Rappern ausgesehen, von Influencern ausgesehen. Nur er hat einfach nicht die richtigen Matchups bisher bekommen. Ja? Fight Hunter. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist, Fight Hunter. Bruder, wer ist das? Manuelsen. Das ist ein Freund von mir, Fight Hunter. Ich küsse dein Herz, liebe Grüße an dich, Habibi, merkt dir eine Sache. Bleib immer ehrlich.